Jetzt fang an zu dönen. Eben hatte ich gerade die Melodie, Moment. Aber in so einer alten Sack-Voice, ne? Ist das ein Song oder ein Soundtrack? Ja, nicht Soundtrack, Von ich meinte jetzt. einem bekannteren Film. Kenn ich den auch? Ich hoffe doch. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müsstest du das aber schon mal gehört haben, eigentlich. Ich meinte jetzt oh mein Gott. So Lieder und nicht das Soundtrack. Bild ich mir nur ein. Ja, das war Jurassic Park. Achso, nee, kenne ich nicht. Das war das Jurassic Park Theme. Ja, geht der jetzt auch mal irgendwo anders wieder hin? Oh mein Gott! Das Buch, das habe ich mir eingebildet. Nein, da sind nicht mal Bücher drin. Ron hat wieder Amontillado gesagt. Mach noch mal ein anderes, eins, was ich dann auch erkennen kann. Ein Song jetzt? Okay. Aber auch in Dö. Ein Song in Dö? Nee, dann fang du mal an. In B-Dö. Nicht Dur, sondern Dö. Die Beatrix, ne? Boxenkarte. Wie viel kostet die? 30 Bit. 30 Bit. Beatrix Bloxen. Wären wir nur so talentiert wie sie. Einer ihrer Leser war angeblich 3 Wochen lang krank. Das ist In the End von Linkin Park. Genau. Jetzt bist du dran. Ich wollte gerade losdönen, einfach auf das erste, was ich gerade im Kopf hatte, aber das wäre ein Song gewesen, den du nicht kennst. Hä? Das bilde ich mir nur ein. Alter, ein Song, von dem ich weiß, dass du den kennst. Und den ich auch kenne und den ich gerade dönen könnte. Ja, dann was ganz Simples eigentlich. Du. Castle of Glass? Nein. Burning it down? Burn it down. Ja. War halt was Neueres, ne? Hm. So, wo müssen wir dafür nochmal hin? Verloren! Kröte! Ach ja. Wurde letzte Mal in der Nähe von Kräuterkunde Gewächshäuser gesehen. Aha. Ja, da müssen wir dann hin. Am besten jetzt direkt in der Nacht, wo die ganzen Vertrauensschüler rumwuseln. Hm. Alter, übrigens, ich hole ja gerade die Harry Potter Bücher vom Lesen. Wie viele Vertrauensschüler gibt's da eigentlich? In Harry Potter 2 als auch in Harry Potter 3 habe ich schon das Wort hereingewuselt gelesen. Ja, aber ich habe alle Harry Potter Bücher gelesen. Ich hol die gerade erst nach. Ich weiß nicht, ich habe nicht lange gebraucht, um die zu lesen. Nee, ich hatte einfach meistens dann immer was anderes zu tun, wenn ich dann irgendwann... Das fünfte, das musste ich 2-mal lesen, weil ich das beim ersten Mal abgebrochen hatte, weil ich so stinkend langweilig fand. Ja, ich habe das zweite insgesamt 2-mal abgebrochen, weil irgendwann das fünfte, war der Flow raus. Ich fand, das fünfte war so langweilig, weil einfach nichts passiert ist. Da ging es die ganze Zeit nur darum, Harry, Umbridge ist scheiße. Bist du der Erbe von Slytherin bist. Oh, das ist nett. Wirf ihm eine Stinkbombe in die Fresse. Das hatte ich sowieso vor. Ein Tag, ohne dass man jemand eine Stinkbombe in die Fresse klatscht, ist voll die Verschwendung. Morgen, Ron. Wir haben als erstes Verwandlung, stimmt's? Ja, im ersten Stock. Wir sehen uns dort. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Wo ist er hin? Ich wollte ihm doch eine Stinkbombe in die Fresse klatschen. Tja. Er kann ja doch nicht einfach in den Unterricht gehen. Ich überlege gerade, das was ist ich viel dönen wichtiger. Könnte. Ich überlege, was ich dönen könnte. Etwas, was du auch kennst. Ja, deswegen habe ich jetzt nicht direkt nach Songs geguckt, sondern nach bekannten Filmmusiken halt, ne? Ja gut, Filmmusiken fällt mir auch einer ein, aber die wirst du sofort erkennen. Aha. Das Darth Vader-Theme aus Star Wars.
Gut, dann bin ich wieder dran. Mhm. Moment. Immer wenn ich das Jurassic Park Theme machen möchte, vergesse ich das andere Theme darüber und umgekehrt. Ist egal, brauchst du auch nicht machen. Ich kenne die sowieso nicht, die Themes. Weiß ich nicht, ob du das kennst. Ich kenne die Jurassic Park Themes nicht. Ich habe Jurassic Park nicht gemacht. Jurassic Park Theme habe ich ja schon gemacht. Also. Deswegen mache ich das ja jetzt nicht. Nur das andere Theme vergesse ich immer, wenn mir Jurassic Park einfällt und umgekehrt. Das ist voll verwirrend. Weil die so ein bisschen was Ähnliches voneinander haben. Ähnliche Instrumente und alles, ne? Mann, jetzt kriege ich das Jurassic Park Theme nicht aus dem Kopf, wenn ich an... Mir fällt das immer ein, wenn ich das andere Potter, denken möchte. Was Interessantes passiert letzte Nacht? Du warst doch da! Hast du etwa Demenz? Bist du senil? Wollte er mich jetzt gerade damit dissen, dass ich seine Handlager geschlagen habe? Seine Handlager vor allem. Ja, willkommen in mein Lager. Was lagerst du hier denn? Hände! Das ist mein Handlager. McGonagall wartet auf uns. Wessen Hände sind das? Ach, von so ziemlich jedem, den man kennt. Oh Mann. Ey, das ist voll schlimm mit diesen beiden Themes. Dann mach was anderes und nicht eins von diesen Themes. Vielleicht wieder ein Song. Ich schiele gerade zu meinem Musikregal rüber. Guten Morgen. Heute lernen wir den Verwandlungszauber Aviforce. Mit Aviforce könnt ihr kleine Dinge wie die Teile dieser Statue in Vögel verwandeln. Das geht so. Aviforce. Der Vogel hat mir auf den Kopf gekackt. Dahinter ist die Aviforce-Herausforderung. Harry, komm bitte nach vorne. Und wisch dir die Vogelkacke vom Kopf. Ja, Professor? Seit wann hat Harry so eine Stiefdisse? Das Aviforce-Buch befindet sich auf der anderen Seite. Das sieht so aus, als ob da oben so die Haare, so die Oberfläche wäre. Und du beherrschst den Zauber. Komm dann hierher zurück. Ja, Professor. Dann mal los. Okay. Jetzt du was. Ein Song? Mhm. Hm. Muss kein Song sein, den du besitzt. Vielleicht was du aus dem Radio kennst oder so. Hm. Oder was ich vielleicht auch kennen könnte. Du. Du 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 du. Irgendwas sagt mir das. Ja, das kennst du auch. Das war jetzt vom Gesang her die Melodie, weißt du? So. Und dann kommt so eine harte E-Gitarre, weißt du? Okay. Ich weiß es nicht. Cut my life into pieces. This is my last resort. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arms bleeding, geht der Text dann. Genau. Aber das schnell zu singen, das ist etwas nicht so leicht. Ja. Du bist dran. Kennst du es? Ist das nicht dieser Song von Justin Bieber? Ja. Baby, ne? Genau. Also einfach immer heulen und dir dabei in die Eier kneifen. Und wenn dieses U kommt, ganz besonders in die Eier kneifen, dann kriegt man das gesungen. Noch ein Song, den du definitiv kennst. Du 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 du. Genau. Isilo! Das sind diese Geisterviecher, weißt du? Ich weiß nicht.
Ich dachte die ganze Zeit gerade voll an die Zelda-Musik. Weil die so ähnlich geht. Was? Ist das Obi-Wans Song? Von mir! Den hast du gemacht und du hast ihn nicht mal erkannt. Jetzt bist du wieder dran. Ah ne, da muss ich ja erst Licht machen, sonst kann ich die Wand hier nicht wie den Schalter benutzen. Jetzt bist du dran. Ich bin nach wie vor so ein bisschen am Überlegen, wie die Musik davon ging. Mach einfach irgendwas, was ich kennen könnte. Ja, es hat mich jedenfalls auf die Zelda-Musik eben gemacht, aber deswegen kann ich die nicht machen, weil ich schon gesagt habe, ne? Ja. Vor allem, wenn du sie jetzt direkt nochmal wiederholst. Alter! Okay. Was ist das da, Rotes? Harry hat seine Tage. Aha. Mir fällt gerade ernsthaft so gut wie gar nichts ein. Moment. Das ist das einfachste überhaupt. Ja. Ernsthaft. Und jetzt müsstest du endlich Skyrim direkt darauf bringen. War das gerade nicht Skyrim? Skyrim würde ich jetzt gar nicht können, nachdem ich die Flucht der Karibik gehabt habe. Das ist jetzt nicht wieder. Nein, das ist schon wieder Fluch der Karibik. Es klingt ja auch voll ähnlich. Es ist einfach so das Gleiche. Man könnte da so einen Remix draus machen, dass man gar nicht merken würde, den Übergang davon. Dass du gar nicht merken könntest, was das jetzt von beiden eigentlich sein soll. Ja, ich glaube, mein Problem ist, weshalb ich mich auch gerade sehr schlecht auf Melodien konzentrieren kann, ist, weil das Spiel selber Ingame-Musik hat. Was einen voll ablenkt. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das was sagt. Irgendwas sagt mir das. Ach, das ist die Techno-Mage. Genau. Musik von dem einem Grab da, ne? Von der Krypta, genau. Genau. Hast du es sogar Alter, erkannt? Alter, diese Scheißdinger gehen mir so auf meinen Penis. Sie lutschen und blasen ihn mit ihren Fabbeltitten. Das klingt so, als ob einfach noch jemand pusten würde. Wie sieht das eigentlich aus, wenn er den zu weit auflädt? Dann explodiert sein Kopf. Spuckt er dann Federn? Nein, dann platzt sein Kopf und splattert so Blut daraus. So Nasenbluten. Das ist seine Nase, die explodiert immer dann. Die gehen mir so auf den Sack, ohne Scheiß. Die gehen mir auf den Geist. Was? Du bist wieder dran mit Dön. Echt? Ja, ich habe gerade Techno-Mage gemacht. Und das stimmt. Boah, jetzt gerade wollte ich noch so eine Jurassic Park Musik machen. Aber die erkennst du ja nicht. Nee. Moment.
Das ist die Herr der Ringe Musik. Okay. Das wäre auch das, was ich jetzt gesagt hätte, aber ich war mir nicht sicher. Okay. Also du hast schon mal die Vermutung, oder? Ich hatte die Vermutung, dass es die Herr der Ringe Musik ist. Ich bin so geil auf Abgründe und ich Schmutz. Ich finde, es sieht ziemlich sauber aus. Ich finde, mit diesen Schreien von den Geistern wirkt das so, als ob das so eine übelste Folterkammer wäre oder sowas. Harry, warum machst du denn so einen Scheiß? Guck dir Hermine an. Die steht doch auch nur in der Gegend rum. Die ist nicht mal hier. Die ist nicht mal hier. Dödö. Nee, das dö ich jetzt nicht. Nein. Das wäre ja viel zu einfach. Das erkenne ich gerade gar nicht. Was ist das? Stylerbrille. Ach so. Ja, jetzt erkenne ich.